Wir sind die erste Stadt jetzt, wirklich österreichweit, die einen detaillierten Maßnahmenkatalog vorbereitet hat. Das Haus Graz hat einen Aktionsplan erstellt, wie wir die Emissionen drastisch reduzieren können. Das beginnt mit Photovoltaik, Gebäudesanierung und Heizungsumstellungen, also all dem, was wir direkt aus Haus Graz jetzt tun können. Wir haben über 100 Projekte im Budget. Wir haben zwei Hauptbereiche besonders in den Fokus gestellt. Das ist der Energiebereich und der Verkehrsbereich. Wir alle sind verantwortlich für den Klimaschutz. Ich glaube, das muss man immer wieder sagen, ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Aber wir als Stadt Graz können einfach auch zeigen, wie eine große Organisation da vorangehen kann. Was haben wir in diesem Jahr erarbeitet? Es sind zufällig genau 400 Maßnahmen geworden, die aus den verschiedensten Organisationseinheiten eingemeldet worden sind. Da stecken natürlich sehr viele Dinge drinnen, die mit Energieverbräuchen zu tun haben. Das ist der Start dafür, der Start für diesen Kraftakt. Und ich bin sehr froh, dass da wirklich alle einen Strang ziehen.